Der heutige Job ist die reine Erholung, Jungs. Da ist eine Importfirma, die jede Menge Luxusgüter aus der ganzen Welt ins Land bringt. Gestern ist wieder eine Schiffsladung vor dem Zeug im Hafen angekommen. Und ein paar Dinge auf der Liste würden mir schon gefallen. Was haben die, was wir nicht haben, Boss? Naja, ich habe lange keine ordentliche Zigarre mehr geraucht. Und die haben fast eine Tonne davon. Zigarren? Ja, Zigarren. Was ist daran so seltsam? Die Kunden in unseren Nachtclubs möchten gute Qualitätszigarren rauchen. Aber die sind teuer und schwer zu beschaffen. Wenn wir jetzt eine Wagenladung der besten Zigarren bekommen, verdienen wir damit so viel wie bei einem Banküberfall. Was? Oh mein Gott, bringt mir einfach eine Wagenladung. Pauli, erklär es ihnen. Okay. Hör zu. Pauli, was zum Teufel geht hier vor? Woher zum Teufel soll ich das wissen, Tommy? Wir müssen einfach nur einen LKW mit teuren Zigarren schnappen. Der Don will sie haben und wir kriegen Geld dafür. Also müssen wir sie beschaffen. Scheint mir nur ein zu kleiner Fisch für ihn. Vergiss es, Tom. Die Zigarren, die wir stehlen sollen, sind in Kisten verpackt am Hafen. Wir brauchen nur einen LKW, mit dem wir zum Hafen fahren. Und dann müssen wir da rein. Wie sollen wir vorgehen? Die Wache am Hafen ist jetzt ein wenig schärfer als zu Morellos Zeiten. Stimmt genau. Die harte Tour läuft nicht. Also ziehen wir das ganz cool durch. Wir schnappen uns einen der LKWs, während er Güter durch die Stadt transportiert. Auf ihren LKWs steht in großer Schrift Atlantic Import. Wir warten einfach, bis einer aus dem Hafen kommt. Dem folgen wir zu einem ruhigen Örtchen ohne Bullen und versperren ihm den Weg. Mit ein paar Schüssen in die Luft holen wir den Fahrer raus. Sobald wir seine Papiere haben, kann einer von uns in den Hafen hinein. Und wir legen den armen Kerl um? Nee, das macht zu viel Ärger. Wir holen ihn aus dem Wagen und nehmen ihm alles ab, was er bei sich hat. Du fährst mit dem LKW zum Hafen, Tommy. Dort belädst du ihn mit den Zigarrenkisten und wir treffen uns an der verabredeten Stelle. Ich lade sie alleine auf, lade sie alleine ab und rauche vielleicht eine oder zwei. Und was macht ihr? Wir warten ein Stück vom Hafen entfernt an der verabredeten Stelle. Und wenn dich jemand verfolgt, dann kümmern wir uns um ihn. Dann bringst du den LKW zum Übergabepunkt. Ja, okay. Und woran erkenne ich diese Kisten? Auf den Kisten steht der Schriftzug Scorsese Import Export. Und die verabredete Stelle? Wir fahren hin, ich zeig's euch. Ja, wir fahren zuerst dahin und dann holen wir uns den LKW. Na dann los. Geh zu Vincenzo und hol dir eine Waffe. Rede mit Ralf. Ist doch irgendwas faul, hä? Zigarren? Na komm, lauf mal einen Schritt schneller hier. Ja, los, komm. Was ist denn jetzt? Alles klar, Ralfi? Jungs, ich habe hier was für euch. Heute mal was ganz Besonderes. Okay. Zeig mal. Das gefällt mir. Sieht echt gut aus. So kommt ihr am besten rein. Ja, viel Platz ist auf jeden Fall, ne? Ja, okay. Sieht leicht aus. Mhm. Danke, Ralfi. Gern geschehen. Alles klar. Los, komm, wir gehen zu Vincenzo, mir nach. Trotzdem mit dem Vincenzo, Bruder, in der letzten Folge oder in den letzten zwei Folgen irgendwas, hä? Da hatte ich doch, genau, das war das mit dem Attentat auf dem Boot. Hat doch irgendwas nicht gestimmt, ne? Ich hau dem nicht. Na komm, aus dem Knick. Hey Jungs, was darf's denn sein? Gib Tom Schläger und Knarre und uns zwei Thompsons. Okay. Ja, danke. Danke, Vincenzo. Nochmal ein Baseballschläger, die Knarre. Okay. Die Hände haben wir ja frei. Ach nee. Ein Baseballschläger haben wir. Geben wir das leere Hände. Okay, na los, kommt, steig mal ein. So, Kamera anmachen. Das dauert immer länger, ne? Da. Okay, aufsitzen, Leute. Nein, jetzt bin ich doch mal gespannt. Das geht doch voll an der Latte, das Ding. Penner! Was ist denn mit dir? Schläg dich gleich um.
Was ist denn los? Müssen wir noch irgendwo hin? Die Schuhe sind nagelneu. Denkst du, ich lauf dahin? Ich soll wohl laufen, was? Quatsch. Was ist denn mit dir? Wir stehen da jetzt etwa... So. Ist der da hinten in der Ecke hängen geblieben, hä? Los, aussteigen, wir gehen in das andere Auto. Schaffst du es? Du brauchst echt eine Gehfahrerlaubnis. So. Ich nehme wohl besser ein Auto. Na klar. Ja, endlich hat er es geschafft. So. Nur zur Erholung. Fahrt zum Ausgang. Also gut, wir müssen zu einem Haus im Works Quarter, um Sam abzusetzen. Okay, wo ist denn das hier? Dumpwater. Na gut. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Schlinge sich langsam um unseren Hals zuzieht, ne? Dem Vincenzo, den traue ich nicht über den Weg. Nicht zuletzt, da ist ja beim Poli, die Waffe hat ja nicht funktioniert. Mal, war das jetzt hier weg? Ich glaube, ne? Also irgendwie habe ich den Verdacht, dass der mit für die andere Seite arbeitet. Und dann das hier mit den Zigarrenklau, ich weiß auch nicht. Das ist wirklich hier Pillepalle, ne? So als, das geht doch nicht glatt. So als ob da irgendwie eine Falle ist, dass der Salieri uns loswerden will. Oder zumindest mich. So, hier. So, alles okay? Was denn jetzt? Okay, okay. Hier ist es. Perfekt. Mhm. Alles klar. Wo wir alle zusammen sind, wollte ich euch was fragen. Was ist denn, Pauli? Naja, ich möchte ein kleines Ding drehen und könnte euch dazu brauchen. Ach wirklich? Was für ein Ding? Eigentlich ist es ja ein großes Ding. Allein schaffe ich es nicht und ihr seid meine Freunde. Ich meine, naja, ihr wisst schon. Und Salieri? Weiß er davon? Nein, er weiß nichts. Und er muss auch nichts davon erfahren. Er hat auch schon genug Kohle, oder nicht? Also, worum geht's dabei? Ja, ich hab mir diese Bank angeschaut. Was? Was? Ganz ruhig bleiben. Die Bank ist nicht sehr sicher. Nur eine kleine Filiale. Am Monatsende haben die immer einen Haufen Bares im Safe. Damit könnten wir reich werden, wenn alles klappt. Oder wir sind alle tot. Was ist denn los mit dir? Außerdem haben wir genug Geld. Quatsch. Uns geht's nicht schlecht. Aber wir sind auch nicht reich. Ich hab kein Haus im Villenviertel. Und wenn ich ein paar Wochen nicht arbeite, kann ich nicht mal die Miete bezahlen. Weiß nicht, ob das ein guter Plan ist, Polly. Was meinst du, Sam? Ohne mich. Die Familie bedeutet mir wirklich was. Na gut, ihr habt wahrscheinlich recht. Vergesst's. Ich hab nur mal laut gedacht. Okay, gut. Okay, es ist soweit. Ich mach mich mal bereit. Bin gleich zurück. Tom, wir müssen zum Hafen. Worte am Hafen von Lost Heaven. Auf den LKW, der das den Hafen verlässt. Okay. Bin ich mal gespannt. Ein Banküberfall. Gut, hier unten. Kriegen wir die Kurve noch? Nee. Das schlingert ein bisschen, ne? Halt, wir hätten hier runter gemusst. Ist ja gut, vor zur Seite. Ja, geschenkt.
Schlüssel. Waren wir hier schon mal? Nee, ne? Kommt mal alles ein bisschen neu vor hier. Was ist denn jetzt? Ja, klar. Ich weiß nicht, solange wir noch irgendwie einen Strafzettel haben. Na, geh weg. Jetzt. Okay, da biegen wir mal ab, hä? Jetzt warten wir hier auf einen LKW, folgen ihm, überholen ihn an einer ruhigen Stelle und bedienen uns dann. Mhm. Ja, ja, stimmt. Wir haben doch ein Morello kalt gemacht. Du, was ist denn jetzt hier mit dem LKW? Na los, komm. Und wo sollen wir den stellen? Ist egal, oder was? Schlägt aber auch ganz schöne Haken, ne? Vorne am besten, oder? Und jetzt? Jetzt oder was? Tu mir nichts! Stehle die Fahrzeuge. Wir brauchen die Papiere. Gib die Papiere her, dann passiert dir auch nichts. Haben wir die Papiere oder was? Was habe ich dir denn getan? Die Papiere will ich haben. Ich habe hier nichts. Und? Nimmst du die oder was jetzt? Papiere. Okay. Ich treffe Sam und warte dann auf dich. Viel Glück, Tom. Ja, alles klar. So, und wo geht's jetzt hin? Ach ja, wir müssen ja zurück. Ich mach mal lieber hier ein Limiter rein. Kein Bock hier irgendwie auf Polizei. Bis jetzt läuft's ja. Aber dass der Poli jetzt anfangen will, hier eigene Dinger zu drehen. So. Stopp, kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Na klar. Hey, was machst du da? Du musst erst ausladen, bevor du eine neue Ladung kriegst. Du darfst hier nicht rein. Hä? Was ist denn das jetzt wieder von der Ich muss erst ausladen, die Scheiße. Warte mal, ich fahr mal hier hinten hin und gucken, ob wir die Kisten irgendwo mal runterkriegen hier. Kiste aufheben und wegschmeißen die Kiste. Na, wie kriege ich das Ding jetzt? Hä? Wie kann ich die Kiste denn jetzt hier absetzen? Ich probiere jetzt mal alle Tasten durch hier.
Hier, was war denn das? J? Da haben wir sie jetzt alle. So. Machen wir die ganzen. Okay. Sag mal die noch an, schaffen die mal noch weg. Okay. Kriegen wir noch die irgendwie? Und weg damit. Okay, noch 4 Kisten haben wir. Aha. Okay, müssen wir auf der anderen Seite. Okay. Haben wir jetzt alle? Ja. Na, jetzt müssen wir es aber. Hä? Kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Ja, klar. Diesmal ohne Kisten. Gut, fahren Sie weiter. Ja, zur reinen Erholung ist das, ja. Stehle alle Scorsese Importkisten. Tja. Mal schauen, wo die sind, hä? Soll ich da jetzt hier tatsächlich... Zeig mal her, guck mal da mal am besten. Ich stell mal das Auto hier ab. Und die haben neue Türen eingebaut, seht ihr? Können wir euch mal fragen? Hey Jungs! Was kann ich für dich tun, Kumpel? Ach, nichts. Dann lass mich in Ruhe! Du hättest ja mal fragen können. Was sind das für Kisten hier? Nee. Hier vielleicht irgendwo. Was haben wir denn hier? Nee, das ist doch Whisky, ne? Dann war ja hier noch eine Halle, glaube ich. Auch nicht. Alle eins, sie hätten ja wenigstens mal einen Tipp geben können. Nee. Keine Kisten. Hier wäre noch eine Halle. Ah, was haben... Warte mal. Ja. Die haben wir's doch. Alles klar. Ich hol meinen LKW, hä? Ich bin gleich da. Das müsste doch reichen, ne? Ja. Die Kisten wollen wir haben, ne? Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Sag mal her. Geht das dann gleich von hier? Nee. Nee. Fällt bloß hier runter. Scheiß. Also entweder muss ich da rückwärts richtig ran. Na, was ist denn jetzt? Hä?
So, geht es jetzt besser? Quatsch. So, nimm mal. Jetzt. Da steht aber auch einer. Und hier kommst du. Da hinten rum. Überall bewaffnet, das passt mir nicht so richtig. Okay. Hier vorne habe ich doch auch noch einen gesehen. Hier. Sag mal, die Tommy Gun. Die kann ich doch. Ah, okay. Und dann war doch noch einer auf der anderen Seite, ne? Oh, das sind zwei. Haben wir denn. Nee, okay, die Scharfschützen dürften uns nicht. Wenn ich mich jetzt hier so hier herstelle. Kommt Thompson raus. Immer diese Schießereien am Hafen. Ich tue ja nichts. Dachte ich doch, dass das nicht so glatt geht hier. So, noch irgendjemand? Jetzt müssten wir doch eigentlich. Komm, steck mal die Knarre weg. Was ist denn jetzt wieder? Na los, komm, zeig dich. Schön Breakdance macht er, ne? Haben wir, ne? Ist wieder vorbei. Könnte sich ja mal ein bisschen schneller bewegen, ja? Es geht ja schließlich um Leben und Tod. So, gleich haben wir es geschafft. So, so eine unendliche Geschichte. Hier unten liegen ja noch. Zwei. Halt. So. Falsche Taste. 66%. War hier vorne nicht irgendwo noch. Ein Sunny-Kasten. Oh, na los, komm. So, und jetzt noch den einen hier auf der anderen Seite. Nee. Kiste. Was das oder was? Ich fahr mal ein Stück vor. Jetzt. So und so. Warte den LKW zurück zum ausgemachten Treffpunkt. Lassen wir das bei 66%. Ja,
egal, Louis, komm. Nur zur Erholung. Stopp, kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Aber sicher. Du transportierst. Oh Scheiße, haben die meinen Reifen getroffen. Ja, ja. Ah. So, schnell zum Treffpunkt. Da ist ja nicht weit weg. Kommt Ladder. Ja klar, schieb uns mal ein bisschen an. Scheiße, hau ab, Mensch. Haben wir ihn abgeschüttelt? Nee. Der Bulle pfeift auch noch, weißt du? Mensch, die Kacke ist am Dampfen, Alter, und du kommst mit deiner Trillerpfeife. Das interessiert doch kein Schwein. Ich schlag dir deine Zähne aus. Los, kommt, helft mir mal ein bisschen mit. Kommt, stellt euch vorne hin, ja, die kommt gleich. So, schnell, komm, nachladen. Sam holt jetzt Salieri. Wir beide fahren den Laster zum Lagerhaus. Dort treffen wir uns dann alle wieder. Oh, den LKW zu Salieris Lagerhaus. Haben wir den jetzt alle erwischt? Komm her. Wo war der denn? Stecken wir mal weg, die Knarre. Ich hab auch bloß noch 4. Mann. Okay, los geht's. Ja, ja, los geht's. Am Arsch. Ich hab noch 4 Lebenspunkte. So, Polizei könnte ich jetzt, brauche ich jetzt auch nicht. Tun wir mal einen Limiter rein. Wartet mal, die Gangster, kommen die jetzt ins Zimmer her? Toll! Während ihr gefaulenzt habt, habe ich umgeben von bewaffneten Gorillas Kisten durch die Gegend geschleppt. Einer musste es tun und du bist der Jüngste. Na, Sam klar. Hat schließlich die guten Ideen. Ah, Sam ist das. Ja, ja, du hast aber auch gesagt, wir ziehen das mal ganz cool durch. Ich führe keine Kiste mehr an. Das werden wir ja sehen. Das ist jetzt ja nicht so gewesen, wie wir ziehen das mal ganz cool durch. Oh, Polizei? Mir ist ja nichts gewesen. Trotzdem haben wir noch die Gangster hinter uns. Scheiße. So, dann müssen wir mal ein bisschen Speed aufnehmen. Ich hoffe, dass wir die dann loskriegen. Da sind wir noch ein bisschen ein Auge mit haben auf der Polizei. Licht brauchen wir ja nicht, ne? Klar, jetzt vorne. So, dann rum die Karre. Oh, Polizei. Gangster sind wieder hinter uns her. Haut bloß ab. Boah, komm jetzt, ey. Die holen auf. Wir haben noch einen weiten, weiten Weg. Wenn wir die jetzt irgendwie
dass die irgendwo mal hängen bleiben, ne? Mensch, weg, weg, weg! Oh. Die Polizei hat ein Fragezeichen? Nee, dann komm mal her. Was ist denn jetzt? Komm, steig mal ein. Holi, bist du noch im Auto? Komm, 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 komm. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Mach mal ein Limit rein hier. Von links, rechts. Wisst ihr, wenn die Gangster hier in der Gegend rumschießen, das interessiert die Bullen nicht, ne? Aber wahrscheinlich sind wir sie jetzt endgültig los. Oh. Ja, ist ja gut. Wo tun wir mit dem zerschossenen Reifen? So, jetzt hier runter. Boah, jetzt hier rein. Na gut. Wenn es nicht irgendwo noch was passiert, dass mir die vier Lebenspunkte weggehen, dann dürften wir es geschafft haben. So, was ist denn hier jetzt? Voll das Überholmanöver. Genau, hier vorne muss es irgendwo sein. Aber Schaden haben wir nicht viel genommen, ne? Am LKW. Hier geht Nanu. Perfekt! Geschafft! Gut! Jetzt sehen wir endlich, was in diesen Kisten ist. Gute Idee. Ich hoffe, die wurden unterwegs nicht beschädigt. Das sind doch niemals Zigarren drin, oder? Ein paar Zigarren sind rausgefallen. Ja, ist halb so schlimm. Die hier ist nur krumm. Also biegen wir sie gerade. Mist! Ich hab's versaut. Was zum Teufel machst du? Was? Ich hab was fallen gelassen, nichts Schlimmes. Hey, Kiste, was hast du denn in dir? Teufel! Tom, das wirst du nicht glauben! Was ist los? Was ist in den Kisten? Verdammt, denkst du auch, was ich denke? Sieht nicht unbedingt nach Zigarren aus. Und es ist definitiv kein Würfelzucker. Das sind Diamanten, und zwar verdammt viele davon. Vielleicht sind die ja nicht echt. Du weißt doch, die tauschen Zigarren gegen Spiegel und Glasperlen und so ein Zeug ein. Schätze, damit ist nur Kolumbus durchgekommen. Das sieht aus wie Diamanten, Tom. Und zwar jede Menge davon. Ich wusste doch, dass Salieri für ein paar Zigarren nicht so viel riskieren würde. Naja, anscheinend hattest du recht. Was willst du jetzt tun? Sollen wir sie einsacken? Was? Glaubst du, damit kommen wir durch? Wir können ja sagen, dass wir ein paar Kisten bei der Jagd verloren haben. Oder... Das kannst du vergessen. Das ist Schwachsinn. Leg sie wieder dahin zurück, wo du sie her hast. Ich will nicht mit einem Loch in meinem Kopf enden. Und wenn jeder von uns nur eine oder zwei nehmen wird? Das sind zu viele davon. Pauli. Okay, ich tue sie ja zurück. Aber was ist, wenn Salieri keine Ahnung von den Steinen hat? Ich glaube, das können wir schnell herausfinden. Wie? Sam bringt ihn gerade hierher. Da sehen wir mit eigenen Augen, ob er etwas weiß. Der wird schon was wissen. Aber Pauli wird gierig, ne? Merkt ihr das? Ist kein gutes Zeichen. Bravo, Jungs, ihr habt es geschafft. Da habt ihr euch einen kräftigen Bonus verdient. Ah, eine Kiste ist kaputt, aber das macht nichts. Sieht aus, als wären die Kisten hinten drauf okay. Bravo, bravo. Boss, sollen wir die Kisten abladen und die Zigarren ins Lagerhaus bringen?
Nein, nein, noch nicht. Überhaupt, wieso solltet ihr? Das macht jemand anders. Wollt ihr jetzt auch noch im Lager arbeiten? Nichts für ungut, Jungs. Gute Arbeit. Pauli? Ich komme morgen vorbei, dann können wir über den Deal sprechen, den du erwähnt hast. Okay. Die Werkstatt ist voll. Welches Auto müsste... Der Nebenjob. Am nächsten Tag ging ich wie verabredet zu Pauli. Und was jetzt, Tom? Warum hast du deine Meinung plötzlich geändert? Ich dachte, du wolltest es nicht tun. Das war, als ich noch daran glaubte, Salieri würde uns nicht benutzen. Jetzt weiß ich, dass er es tut. Da hast du sicherlich recht. Also willst du die Bank überfallen? Was ist mit Sam? Hey, du hast ihn doch gehört. Er hat Angst, dass was passieren könnte und der Don hinter uns her ist. Wenn du es also tun willst, sind wir nur zu zweit. Also was sagst du dazu? Ich will mir zuerst die Bank ansehen, dann höre ich mir deinen Plan an. Gut. Wir können sie uns sofort ansehen. Okay, gehen wir. Folge Pauli zur Bank und hört dir seinen Plan an. Ja, das machen wir dann das nächste Mal. Da bin ich mal gespannt. Ja, Pauli wird langsam gierig und Salieri, ja, er spielt sein eigenes Spiel. Wir machen hier mal einen Cut. Bleibt mir schön gesund. Schaltet gern das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Mafia. Bis dahin. Ciao, ciao.